Nein, Spiro, noch kein Ende, aber bald. Denn es ist natürlich mal wieder ein wunderschöner Samstagmorgen. Was denn sonst? Wir sind ja gerade live im Stream und Freitag ist immer Streamingtag. Und da wird natürlich zum Abschluss immer auch eine oder mehrere Cases gehebelt. Und so heute natürlich auch. Mein Stressball ist am Start, der macht natürlich Bock. Und die Cases ebenfalls. Recall Cases, 3 Stück am Start. Liebe Grüße und vielen Dank. An Panda, natürlich ein großes Fest, gar keine Frage. Und da, in der Recall Case, da sind natürlich ein paar schöne Skins dabei. Gar keine Frage, hoppala. Einmal angefangen bei der AK Ice Cold, Valorant AK. Finde ich ja ganz gut. Ich bin froh, dass du da bist. Lieber so als gar nicht. P2F Divisions, darüber müssen wir nicht reden. Darüber auch nicht. Aber die Prince Stream zum Beispiel, USPS, wird morgen im Sonntags-Livestream, Sonntagmorgen, Case & Coffee Live, ab 10 Uhr, wird diese Prince Stream verlost. Eine Chromatic Aberration AWP, nicht ganz mein Fall, muss ich sagen. Da gibt es wesentlich schönere, aber auch wunderschöne Gloves am Start. Dementsprechend gehen wir mal rein, nähern uns dementsprechend dem Ende des Streams, aber fangen natürlich auch an, den Samstag gleichzeitig, das ist natürlich geil. Float 4807 UMP Roadblock, ich finde ihn ja, den Skin, finde ich ziemlich geil. Das ist, glaube ich, schon mal klar. Aber UMP halt, ne? Ich kann mir die ja auch richtig geil vorstellen, auf einer AK zum Beispiel. Oder auf einer A1, vielleicht auch. Aber da muss der Creator entscheiden, was abgeht. Recall Case Nummer 2 natürlich. Large, einen wunderschönen guten Abend, pünktlich zur Case, dazugekommen. Boah, direkt wieder ein Blue, das ist schmerzhaft. Drop Me, natürlich ganz furchtbar. 2564. Und nochmal ganz kurz, jetzt bevor wir zur letzten Case kommen, können wir nochmal ganz kurz hier schauen bei den Pickems. Das ist natürlich immer interessant, denn wir haben gerade knapp vor 10 Uhr. Moin Consti. Und hier, es ist noch nicht aktualisiert, das ist schade, denn mein Game ist auch noch nicht da. Aber was wir hier machen können, ist erstmal sehen, dass Spirit die dritte Map gegen Navi 13-7 gewonnen hat. Und was das heißt, ist, glaube ich, für uns alle klar. Overview. Wir haben 2 Teams, die sind 3-0, und zwar Maus und Spirit. Das ist furchtbar. Wir haben 2 Teams, die sind 0-3, und das ist Mongols und noch nicht aktualisiert. Furia, Ecstatic hat meines Wissens nach gewonnen. Oder sind wir noch dabei? Warte mal, bin ich lost? Oh, ich bin voll lost. Was ist denn hier los? 13 Oha. Ecstatic hat Furias Mappick, das haben wir im Livestream schon geklärt, gewonnen. Overpass. Hier jetzt Inferno in der Overtime. Nee, Quatsch, vorbei, 16-14. Rich hat's gerade reingeschrieben. Game läuft noch, Map 3 kommt jetzt, Gassen 1-1. So sieht's aus. Okay, krass. Das heißt, Furia hat noch die Chance, die Möglichkeit, Ecstatic hier aus dem Game zu schmeißen. Und das fände ich geil, muss ich sagen. Denn erstmal, Afi, vielen Dank für deinen Sub. Geil ist das, ein großes Fest. Danke für deinen Prime-Sub, vor allem. Wir haben hier bei unseren Pickems, natürlich, erstmal die 3-0er-Picks sind komplett weg. Vitality und G2, furchtbar. Und hier, Ecstatic ist noch eine Möglichkeit. Das ist geil. Imperial hat natürlich direkt am ersten Tag gegen unseren Plan gespielt, Vitality auch, gegen Eternal Fire verloren. Das ist furchtbar. So, Spirit ist 3-0, Maus ist 3-0. Das heißt, ach du Scheiße, die Coin ist weg. Die Coin ist praktisch sowas wie weg. Ecstatic muss gewinnen. Quatsch, muss verlieren. Und dann muss weiterkommen. Complexity, Heroic, VP und Face. Damit ich 5 Picks richtig habe, die wir hier brauchen, das ist ja furchtbar. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Oh, das ist schade, muss ich sagen. Die Chance, oh, die ist niedrig. Schauen wir ganz kurz in die Overview. Wie sieht sie denn aus? 2-1 steht Eternal Fire. Und Cloud9. Beide haben wir gepickt als nicht weiter. Vitality 2-1 haben wir als 3-0. Virtus Pro steht gut. Navi haben wir gar nicht beachtet. Complexity steht gut. Heroic steht scheiße. Face steht scheiße. Das ist sehr schlecht. Egal wie man pickt, das ist immer falsch. Naja, frag mal das den Typen. Oder sagt es dem, der in der Opening Stage die Logos bzw. seine Picks gesetzt hat, aufgrund wie die Logos viben. Und dann 10 von 10 hatte. Also, Pick'em is rough. Rich auf jeden Fall. Erstes Mal, dass ich mitmache. Ja, bei mir ist schon ein paar Mal inzwischen. Aber ich war auch nicht geil. Also, ich war auch nie so wirklich drin, muss ich fairerweise sagen. Stein, schreibt Rune. Aber das ist natürlich furchtbar, ne? Das ist, ah, schade. Also, wir holen uns zum Abschluss natürlich nochmal kurz das Gold ab. Gar keine Frage. Auf geht's rein da. Ich hab Bock. Heute ein entspannter Samstag. Das soll's werden. Das wäre ein Fest. Ein Blue. Alter Falter, ey, wirklich. Was ist denn los? Das ist ja nur furchtbar. 4-0-3-2. Das ist, alter Falter. Das ist ja nur Shit. Wir schauen mal ganz kurz. Ich meine, warte mal, das können wir noch so machen. Das wäre ja eine Geschichte, ne? Das wäre eine Geschichte,
Wenn wir hier zum Beispiel sagen würden, es gibt hier eventuell irgendwo ein Mirage-Package, worauf man Bock haben könnte. Ich bin Fan von Mongols. Mongols gegen Pain, Mirage? Da darfst du die UMP nicht so rum, dann kommst du dauerhaft. Hast du wahrscheinlich recht. Oh, Ancient eigentlich auch geil, ne? Die Welcome to the Jungle. Jetzt nicht aufhören zu hebeln, kurz vorm Gold, das stimmt eigentlich. Spirit und Navi Mirage kann man picken. Ist noch nicht da. Warte mal, was wir machen können. Volle Lobby hier auch am Start. Schön, liebe Grüße daran. Wir gehen hier mal rein. Starten das mal neu. Mal schauen, was kommt hier übrigens. Terraria. Auch geiles Game. Meine Güte. Boah, ist das geil. Ich kann da updaten. Ach lol. Na gut, nächstes Mal. Dann sollte es da sein. Wir schauen mal. Restart, hoppala. Dürfte auch funktionieren. Ja. So. Jetzt sind natürlich die Jungs weg. Das ist unschön. Deswegen gehen wir da wieder rein. Aber, ja moin. Geil. Das kann man machen, oder? Das kann man machen. Ich mach das hier mal eben fertig. Und dann haben wir eine schöne Zeit. Also, natürlich noch. Das muss sein. Ein Souvenir-Package Mirage. Navi gegen Spirit. Spirit gegen Navi. Natürlich geil. Hauptgewinn hier natürlich AWP Desert Hydra. Gar keine Frage. Puh. Und die Hydra picken. Ganz genau. Gassen, du sagst es. Und dann dementsprechend. Gehen wir rein. Chance 1 zu 4000. Es wäre lächerlich, aber auch wunderschön. Gar keine Frage. Mango, vielen Dank für dein Cheer. Es freut mich sehr. Wir haben hier eine Navi-Schiene erhalten. Erneut. Muss ich auch bedauerlicherweise feststellen. 0759, knapp an FN vorbei, sieht aber trotzdem scheiße aus. Gar keine Frage. Und das ist, das ist furchtbar. Fast die Desert Hydra, wirklich knapp vorbei. Und deswegen gehen wir nochmal rein. Ha! Natürlich, gar keine Frage. Auf geht's rein da. Je schneller man ist, desto mehr Chancen hat man auf das Rot. Oder gar nicht. Ach du Scheiße, am Blue vorbei. Na gut. Das ist fast FN, ja, so sieht's aus. Bison, Anolis. Ich finde die USP Anolis gar nicht so schlecht. 2-0-0-9-9-8-9-0-2. Auch fast die Desert Hydra. Warum ist keine Signature mehr des Siegerteams auf der Waffe? Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, wann die das geändert haben. Aber fast reicht halt nicht, so sieht's aus. Damit sind wir... Alter, was eine Ausbeute, ey. Guckt euch das mal an. Das ist ja nur furchtbar. Äußerst unschön. Kurzer Reminder. Sonntag. 10 Uhr morgens, Case & Kaffee live. In dem Stream verlosen wir die USPS Print Stream. Gerne vorbeikommen. Und ansonsten würde ich sagen, war das hier erstmal ein wunderbarer Stream und natürlich wünsche ich gleichfalls, es geht ja live in YouTube rein, dementsprechend auch einen wunderschönen guten Morgen an diesem fantastischen Samstag. Viel Erfolg bei dem, was ihr da tun werdet. Wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin.